Ja, willkommen zu einem weiteren Vlog. Wir haben Montagmorgen. Die Straßen sind direkt wieder ein bisschen voller. Warum? Ja, die Ferien sind rum. Herbstferien sind rum. Ja, wir haben 7:15 und wir werden heute mal so ein bisschen über das Thema Mindset sprechen, was ich darunter verstehe und warum das so wichtig für Selbstständige ist. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Büro. Der Wahnsinn, was jetzt gerade eben an Staumeldungen durchkam. Also man merkt sofort, die Ferien sind rum, Baden-Württemberg hat keine Ferien mehr, Bayern hat keine Ferien mehr und ja, und das war eben auch auf der Straße. Es war noch eine Viertelstunde, bevor eigentlich dieser ganze Schulwegs-Chaos-Verkehr irgendwie losging, aber da ist mir fast noch so ein Kind vors Fahrrad gefahren, hat nicht aufgepasst, also alle irgendwie so komisch müde. Also ja, das wird heute erstmal so ein Tag, wo man so ganz langsam anfangen muss. Das werde ich jetzt auch mal machen, eine halbe Stunde erstmal so ganz einfache Buchhaltungsaufgaben so ein bisschen abtippen und dann gehen wir so ein bisschen in das kreativ Eingemachte. Und wir sprechen ja heute noch über das Thema Mindset, was ich darunter verstehe. Also im Grunde genommen geht es gar nicht um das Mindset, sondern um das Setting. Aber das machen wir heute im Laufe des Tages und dann erzähle ich auch noch ein bisschen, was so ansteht. Also das ist manchmal ganz gut, um mal so reinzukommen in den Morgen. Erstmal mit einer Arbeit zu beginnen, die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht so anspruchsvoll ist. Ganz banale Geschichte, die Abrechnungen, Kreditkarte, Firmenkreditkarte kommen immer noch von Visa als PDF-Datei rein und die müssen jetzt für die Buchhaltung in eine Excel-Übersicht transportiert werden, damit ich entsprechend abhaken kann, welche Belege da sind, welche nicht da sind. Und das geht dann auch so an den Steuerberater. Das ist eigentlich eine ganz banale Sache. Das sind jetzt irgendwie so knapp 30 Zeilen, die abgetippt werden müssen. Und ja, dann hat man sich mal so ein bisschen so eingearbeitet, kommt auch wieder so in die Woche rein. Das ist, denke ich mal, relativ wichtig, um überhaupt so einen Fahrplan hinzubekommen. Und dann kann man auch in den nächsten Step gehen. Weil der Tag irgendwie so ganz komisch anfängt. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Es gibt so Tage, da haut man irgendwo überall gegen, man bleibt überall mit irgendwas hängen, also bei der Kamera zum Beispiel, bei der kleinen Kamera eben, da ist so ein Benzel dran, ja, da bleibst du dann überall hängen, dann hast du die Hände voll, dann kommt ja auch noch einer entgegen an der Türe und hast noch diesen Joghurt in der Hand, da musst du aufpassen, dass du den nicht kaputt quetschst und ja, also das sind alles so ganz, ganz tolle Startpunkte in die Woche und da muss man erstmal, denke ich mal, so einen kleinen Reset-Knopf drücken, um mal so runterzukommen und dann kommt der nächste Schritt. So, weiter geht's. Die Hälfte habe ich schon abgetippt. Ja, und man sieht auch hier, ich arbeite nicht mehr mit Papier, es sind zwei Monitore. Früher habe ich noch so den Ausdruck neben mir liegen gehabt, habe das abgehakt. Das geht jetzt mittlerweile relativ gut, weil man kann ja irgendwann mal die Summe bilden und dann sieht man, ob das entsprechend mit der Abrechnung auf der anderen Seite, auf dem anderen Monitor stimmig ist und ja, haben wir sich einen Ausdruck und weggeworfenes Papier gespart. Manchmal muss man cool bleiben. Man muss einfach cool bleiben. Es war mehr Zufall. Also so ein paar Sachen habe ich ja so ganz ruhig runtergearbeitet. Wenn man jetzt auf die Uhr guckt, es ist jetzt 11:45, ein paar Stunden später. So ein paar Topics sind erledigt, aber es kam noch eine kleine Sache dazwischen, die hätte früher schon für einen gewissen Aufreger gesorgt, aber da bleibe ich mittlerweile relativ entspannt. So wirklich so dieses, ich sag mal, rheinländische, kölsche Motto ist immer noch alles Jotiang. Eben gerade ist bei 1&1 der Name-Server ausgefallen, ich sag jetzt mal roundabout für 2 Stunden. Und es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man da nicht alleine ist. Dann kann man eigentlich relativ relaxed bleiben und das regelt sich irgendwo alles von selbst. Früher hätte ich den Fehler gemacht und hätte dann irgendwo an dem Server, an der Webseite rumgefummelt oder es versucht und dann wäre mehr kaputt gegangen als tatsächlich defekt ist. Ja, das ist so ähnlich, als wenn man eine Uhr öffnet und hat dann diesen ganzen Salat dann vor sich liegen und sagt, wie bekomme ich das jetzt wieder zusammengebaut? Also da gibt es nur eins, cool bleiben. Und
Cool bleiben ist so ein bisschen so der Übergang zu diesem Thema Mindset, Setting, was ich heute ansprechen wollte. Aber das machen wir gleich in aller Ruhe nach noch ein paar kleineren Arbeiten. Was steht noch an? Ich habe hier noch eine Sache im Lauf. Da geht es um eine Anpassung von einem Handelsregister-Monitoring. Der Kunde hat uns eine Handvoll neuer Handelsregisternummern geschickt. Die müssen jetzt eingebunden werden in die Datenbankabfrage. Das Ganze muss wieder angepasst werden innerhalb der Excel-Übersicht, damit der Kunde sieht, dass wir das gemacht haben. So, wenn wir das durchhaben, geht es in den Mittag. Und nach dem Mittag sprechen wir mal über das Thema Mindset, Setting für Selbstständige, was so mein Ansatz ist, den man gehen sollte. So, und jetzt tun wir noch ein bisschen was. So, Mittag und gleich geht's dann mit dem Thema Mindset oder Setting weiter. Wichtig für Selbstständige, die sich wirklich ein gutes Umfeld schaffen wollen. Also, Mittag. Sprechen wir mal über das Thema Mindset und Set. Wie komme ich da drauf? Ganz interessantes Interview vor einiger Zeit gesehen mit Frank Thelen, Höhle der Löwen, kennt ja jeder aus Vox, der Investor. Und der hat was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hätte es diese Innovation von Spotify eigentlich nie so richtig geben können, wenn nicht der Entwickler oder der Erfinder dieser Streaming, Radio, Musik-Innovation nicht in einem Umfeld gewesen wäre, was Breitband geprägt wäre. Soll heißen, bewege ich mich also in so einem Low-Level-Netzwerk, dann komme ich auf gewisse Ideen überhaupt gar nicht, weil mir das überhaupt als Innovation gar nicht vorschwebt. Ist jetzt ein bisschen komplex, soll aber bedeuten, dass man sich A, das Mindset setzt, dass man bestimmte Innovationen erreichen will, sich aber doch das passende Setting verpasst. Das ist total wichtig. Also, das ist auch so ein bisschen so ein Ansatz, warum viele sich zum Beispiel in so Metropolen wie Berlin etc. bewegen als Startups, damit sie halt wirklich in einem solchen Feeling, in einem solchen Bienenschwarm mit solchen Netzwerkmöglichkeiten entwickeln können. Das ist total wichtig. Nehmen wir mal als Kontroverse jetzt dazu hier das Allgäu. Da wird Innovation so ein bisschen anders geboren, vielleicht aus der Ruhe heraus, ja, dass man eben die Ruhe hat, um bestimmte Sachen zu entwickeln und eben nicht in dieser Hektik ist. Das ist vielleicht das Gegenteil dazu. Was ich damit sagen will, jeder Selbstständige sollte sich selber ein Setup aufsetzen, in dem er sich A wohlfühlt, in dem er sich aber auch geschäftsmäßig so entwickeln kann, durch das Umfeld, von mir aus auch durch bestimmte Parameter wie Büroeinrichtung, Bekleidung, von mir aus auch Fortbewegungsmittel, wenn er denn ein teures Auto braucht und sich das leisten kann, kann er das tun, aber das ist eine andere Geschichte, um sein Ego vielleicht aufzuwerten, um damit vielleicht irgendwo etwas im Kopfe zu erreichen. Also das ist jetzt nur so ein ganz banales Beispiel, das finde ich jetzt auch nicht so dolle, da gibt es mit Sicherheit andere Ansätze, aber das halte ich für total wichtig, sich ein Setup aufbauen und daraus dann eben auch im Kopf dann sozusagen die Innovationen entwickeln können. Das ist total wichtig. Ich nenne mal noch so ein Beispiel hier mit dieser ganzen YouTube-Geschichte. Das hat dazu geführt, wenn man sich auf einmal in diesem Videokomplex bewegt, dass ich auf einmal auch darüber nachgedacht habe, wie ist überhaupt mein Erscheinungsbild? Ja, das sind auch so Überlegungen. Es war ganz am Anfang so, dass ich mich regelrecht auch für die Drehs umgezogen habe, also ein anderes Hemd angezogen habe und so weiter und so fort. Das hat sich mittlerweile alles so fließend als Übergang ergeben, dass ich sage, also den Aufwand betreibe ich nicht mehr, ich laufe dann lieber den ganzen Tag so rum. Ja? Und das ist natürlich auch für einen innerlich, das habe ich glaube ich schon mal irgendwie erzählt, eine Aufwertung. Also setzt euch selber ein Setup und baut darauf dieses Mindset, also diese Gedankengänge mit Wirkung auf
Und dann entwickelt sich da auch was draus. Ist ein sehr komplexes Thema, sollte man aber für sich einfach mal versuchen, auch in einer ruhigen Minute zu erarbeiten. So, arbeiten ist das Stichwort. Wie geht es jetzt weiter heute? Okay, wie geht's weiter? Es gibt noch ein paar Sachen, die gemacht werden müssen und dann ist Termin 16 Uhr, eine Tür weiter oder gegenüber ist Eröffnung, neue Büroräume von der Steuerkanzlei. Da ist ein kleiner Umtrunk, da bin ich als Mandant, Kunde und Nachbar auch direkt eingeladen und von daher muss das Video heute dann auf jeden Fall ins Rendern gehen, weil dann kann ich das danach nach dem Event, das wird so 5 Uhr sein, schätze ich mal, kann ich das dann hochspielen und dann sind wir schön im Flow, dass weiter die Vlogs legen können. Also noch ein bisschen arbeiten. Ich sage soweit gute Zeit. Denkt drüber nach, über diese Set-Mindset-Geschichte und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.